Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der ersten Runde zwischen dem SK in St. Pölten und dem FK Austria Wien. Zu Beginn möchte ich den beiden Trainern bitten, ein kurzes Statement zum Spiel abzugeben, beginnend mit unseren Gästen. Herr Fink, bitte. Ja, ich bin natürlich zufrieden, wenn man in der 96. Minute ein Tor schießt. Ist es natürlich für einen Trainer immer eine besondere Sache, gerade im ersten Meisterschaftsspiel. Das ist natürlich wichtig für die Moral, für die ganze Saison, also wenn man gerade am Anfang solche Siege erringt. In den ersten 80 Minuten, denke ich, haben wir das Spiel ganz gut im Griff gehabt. Nach dem 1-0 hätten wir das 2-0 machen müssen, hätten zumindest mal mehr darauf hinspielen müssen. Das haben wir nicht. Wir haben uns verlassen auf das 1-0 und dann kann natürlich auch mal eine Standardsituation passieren, so wie wir das 1-0 gemacht haben, dass der Gegner da ein Tor macht. Da muss man immer aufmachen und aufpassen. Entschuldigung. Und dann ab der 80. nach dem 1-1 haben wir 10 Minuten keine Ordnung gehabt im Spiel. Hätten das 2-1 kriegen können, hätte St. Pölten führen können. Und am Ende bin ich zufrieden, weil die Mannschaft diese Energie nochmal rausgehauen hat, um das Spiel am Ende zu gewinnen. Das zeigt, dass Moral, Kraft und gutes Teamwork da ist. Danke. Dankeschön. Karl, ich möchte dich jetzt auch um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, ich finde, meine Mannschaft und also die Spieler haben wirklich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Vor allem von der läuferischen und kämpferischen Bereitschaft war alles da, was rauszuholen war. Spielerisch, glaube ich, hätten wir die erste Halbzeit etwas ruhiger am Ball sein können, aber der Druck von der Austria war dann sehr oft groß, sodass wir vielleicht ein bisschen Nervosität gezeigt haben. Aber sie haben an die Möglichkeit geglaubt, das Spiel zu drehen. Wäre auch fast gelungen. Beide Mannschaften aus einer Standardsituation das Tor geschossen. Gleich nach dem Ausgleich war die Möglichkeit, da in Führung zu gehen. Vielleicht hätten wir es dann sogar gewonnen. Ist natürlich bitter, durch so ein Tor zu verlieren in der letzten oder in der vorletzten Minute auch noch. Aber die Leistung war okay, Resultat war nicht okay. Und ich habe die Statistik vor mir liegen, die scheint auch total ausgeglichen zu sein. Also kann man meiner Mannschaft, denke ich, zur Leistung gratulieren. Aber da wird sie nicht wirklich viel davon haben, wenn wir keine Punkte machen. Dankeschön. Bitte jetzt um eure Fragen. Mikrofon bitte. Es hat im Spiel 10 gelbe Karten gegeben, am Schluss ist es doch etwas härter zugegangen. Ja. Lag das auch, weil es der Schiedsrichter den Stoff zugelassen hat? Geht das? Ja. Weil es der Schiedsrichter zugelassen hat oder einfach weil es der Charakter des Spiels war? Jeder beide übrigens. Ja, grundsätzlich bin ich nie für gelbe Karten, ist klar, aber wenn es so hart wird, muss der Schiedsrichter gelbe Karten zeigen. Wir haben mal 2 bekommen wegen einer Schwalbe und das ist dann immer besonders ärgerlich. Und ja, es war ein hartes Spiel am Ende, das ist klar. Beide Mannschaften wollen gewinnen. Das zeigt aber auch, dass keiner zufrieden ist damit, mit dem Ergebnis. Und jeder hat, glaube ich, eine gute Einstellung gezeigt. Dass jetzt überhart war, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist alles korrekt. Danke. Ich denke, bei so einem hohen Einsatz von unserer Mannschaft und kommen zwangsläufig gelbe Karten. Was ich natürlich nicht will, ist wegen Reklamieren oder wegen Ball wegschießen oder so Dinge, braucht man keine gelbe Karte, die können oft wehtun zum Ende der Saison. Aber die sind in erster Linie aus vielleicht Übereinsatz passiert und dafür zeugt auch von einem Match, das wirklich spannend war, temporeich und daher ja, war das alles, glaube ich, großteils okay, was der Schiedsrichter gegeben hat. Ich möchte da gleich anschließen. Bei mir hat es den Anschein gehabt, dass da Andi Droh sich ja mit der kompletten Austria-Offensive angelegt hat. Hat er auch dazu beitragen, dass ihr besser ins Spiel gekommen seid? Und es hat irgendwie den Anschein gehabt, dass die Mannschaft einfach ein bisschen aufgeweckter war. Es war der Andi Droh, wie er lebt und lebt, so wie wir alle kennen, der einen Trainer manchmal auf die Palme bringt, weil er so viel reklamiert, aber er setzt auch natürlich Zeichen, ist schon richtig. Er geht zwar sehr oft so am Ausschluss spazieren und man hat befürchtet, dass er mal
undiszipliniert wird. Aber ja, das ist der Andi Dohr, der braucht es zu seinem Spiel anscheinend. Und er hat vielleicht damit die Mannschaft aufgeweckt. Ist schon möglich. Ja, gute Leistung finde ich da geboten. Und natürlich für einen Erzrapidler ist eine Austria-Mannschaft immer eine besondere Herausforderung. Karl, du hast schon bekanntlich sehr viel erlebt. Was geht in dir vor, wenn du mit all deiner Routine so ein Tor siehst in der 95. Minute? Ja, großer Ärger und Enttäuschung. Aber so wird es den Riegel auch gehen, weil es war halt einfach ein Fehler, das brauche ich jetzt nicht nur mehr erzählen, das wäre das selber ganz genau. Er hat zerknirscht und ist ja auch wie ein Häufchen Elend im Strafraum gesessen dann. Aber ich möchte auch betonen, dass er uns in der Vorsaison wahrscheinlich das eine oder andere Spiel gewonnen hat und dazu beigetragen hat, dass wir auch aufsteigen haben können. Also das muss auch erwähnt werden und ja, es nützt nichts und ich werde ihm das nicht auch jetzt extra vorwerfen, weil das weiß ich selber. Weitere Fragen? Alex. Karl, eine Frage zum Armbittel. Ich hatte aber in der Vorbereitung nicht so überragend, aber haben die letzten 20 Minuten gezeigt, dass er doch für euer spezielles Offensivspiel wahrscheinlich nicht ersetzbar ist? Naja, ich habe gegen die Austria natürlich erwartet, dass man kämpferisch im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, möglichst top sein sollen. Da kennt man den Brandl, dass der auf dem Gebiet seine großen Stärken hat. Der Flo Mader hat in der Vorbereitung und auch im Cup-Spiel eine gute Leistung geboten. Daher die Überlegung. Das heißt ja nicht, dass der Ambich jetzt ewig auf der Ersatzbank ist. Wenn wir ein bisschen offensiv orientiert sind, dann wird der Ambich wahrscheinlich wieder spielen. Also war eine Entscheidung, die mit Sicherheit auch die richtige war, finde ich. Du hast eine Frage, weil du kennengelernt hast, am Europacup-Spiel gesagt, dass du die Startaufstellung ziemlich umstellen wirst. Das hast du dann ja auf einer Position geändert. Ich frage jetzt vielleicht ganz blöd, der Österreicher Topf mit einem Grund oder war vielleicht das? Nein, da musste ich auf jeden Fall Ausländer von meiner Liste nehmen. Wir wollten ja nur sechs Mann auf die Bank oder in den Kader. Da haben wir das einfach überlegt. Ne? Ich muss immer schauen, wer ist frisch, wer ist nicht frisch. Und habe das Gefühl gehabt, die Jungs wollen nochmal spielen, sind heiß, wollen auch das erste Mannschaftsspiel gewinnen. Und wenn sie so gut drauf sind, habe ich mir das dann einfach mal überlegt. Das darf man ja mal. Und und außerdem muss ich nochmal ganz toll das Stadion loben und die Zuschauer. Also geile Stimmung. Schönes Stadion, ich glaube, das ist wieder ein weiterer Schritt in Österreich, glaube ich. Super, freue mich, danke. Weitere Fragen? Gut, dann möchte ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme bedanken und wünsche allen eine schöne Heimreise.